Also, jetzt muss ich das mal filmen hier. So. So. Das wird nix. So wird das nix. Jetzt habe ich doch nach der Anleitung von einem Herrn Floh, glaube ich, so heißt er, aus dem Internet, hier die Prüfung gemacht, ob der Kühlschrank, warum der Kühlschrank nicht mehr kühlt. Und bin dann zum Ergebnis gekommen, dass es das Thermostat sein muss. Weil wenn man das überbrückt hier, so wurde das da beschrieben, dann springt der Kompressor an und kühlt. Und auch richtig, kühlt gut. So, und jetzt wollte ich nur zeigen, wo ich mir jetzt beinahe die ganze Zeit den Kopf zerbrochen habe. Also was man gebraucht hat, war so eine Schraube, was weiß ich, wie die heißt, um die Schrauben hier zu lösen. Das habe ich mir erstmal besorgen müssen. Dann kann man das abbauen. Das geht eigentlich ganz gut. Und jetzt dieses Thermostat Kapillarrohr, so heißt es, glaube ich. Das ist da hinten festgemacht. Und da war ich jetzt schon, ja, der Verzweiflung nahe. Weil es nirgends Briefe ist. Irgendwo steht, da wäre eine Schraube. Das habe ich dann auf dem Bild gesehen. Und tatsächlich, man muss diese Kappe wegnehmen. Und dann ist da hinten die Schraube. Meine Herren. Manchmal fragt man sich schon, warum ist das so? Also gut, es ist so. Jetzt machen wir weiter. Also jetzt, liebe Dikter da, das ist das Thermostat. Hier ist so, wird es verarbeitet. Und deswegen konnte man das nicht rausziehen. Und jetzt können wir es wegmachen. So, mal sehen, was es für Thermostat ist. Jetzt habe ich das Rad auch runtergekriegt. Das ist alles kaum zu glauben. Ich hab gedacht, es geht kaputt. So, und jetzt müsste es eigentlich gehen, oder? Was also mit der entsprechenden Technik rausgedreht. Und da liegt es nun, das gute Teil. So, und jetzt müssen wir gucken. Das muss nachbestellt werden. Das war's.